Hi Leute und willkommen zurück zu Baphomets Fluch im Director's Cut. Wir sind im neuen Bereich angekommen und möchten gleich erstmal mit diesem Typen hier reden. Er sieht wichtig aus. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Fragen wir jetzt mal das. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers. Nur, dass sie 1312 exkommuniziert worden sind und gleich zu Dutzenden gehängt wurden. Genau hier auf diesem Platz. Aber hallo, was man heutzutage so alles an der Polizeiakademie lernt? Non, Monsieur. Ich habe es einfach von der Tafel da oben abgelesen. Okay. Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln oder sowas? Sie haben doch bestimmt den Pariser Verkehr gesehen, no? Klar, und? Ich könnte jetzt also diesen Verkehr regeln, den gefährlichsten zwischen hier und Rom. Oder ich kann hier sitzen, die Sonne, die Architektur und diesen durchschnittlichen Sauvignon genießen. Wofür würden Sie sich entscheiden? Klar, aber ich bin auch kein Polizist. Gibt es denn kein Pflichtgefühl mehr? Eine ganz exzellente Frage, Monsieur. Super, er beantwortet sie nicht. Wissen Sie, was das hier ist? Aha. Ihr Amerikaner mit euren verfluchten Nasenzückerchen. Ich habe die Frauen von Hollywood gelesen. Ich weiß alles darüber. Wenn Sie versuchen, das Zeug hier zu schnupfen, dann mauern Sie sich aber Ihre Nebenhöhlen zu. Das ist echter Stuckgips. Wirklich? Gott sei Dank. Einen schrecklichen Moment lang hatte ich befürchtet, ich müsste wirklich jemanden verhaften. Hallo, der Papierkram. Sie haben ja keine Vorstellung. Schön. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Wer ist das? Ich vermute, ein international tätiger Attentäter. Oh. Mehr haben Sie nicht zu sagen? Nur O? Ich habe nur gerade überlegt, ob ich Ihnen sagen sollte, dass ich Sie für einen international tätigen Paranoiker halte. Aber das erschien mir dann doch ein wenig unhöflich. Okay. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Aha. Eine falsche Nase. Sehr bezeichnend. Wirklich? No, ich mache nur ein wenig Spaß. Okay, der verarscht uns nur. Wie gefällt Ihnen dieses Tuch voller Schminke? Entzückend. Möchten Sie auch ein paar von meinen benutzten Taschentüchern sehen? Zum Teufel, nein. Dann packen Sie bitte auch Ihres weg, ja? Möchten Sie mir vielleicht die Hand... Ich kann mich selbst gerade noch rechtzeitig stoppen. Einem Bullen einen Elektroschock zu verpassen, wäre nicht sehr klug. Wahrscheinlich würden die ihre Bastille aufbauen, nur um mich reinzuwerfen und dann den Schlüssel wegwerfen. Wissen Sie, was das hier ist? Ein Kanaldeckelschlüssel. Wow, hilft uns gar nicht. Können Sie mit diesem Streichholzbriefchen irgendetwas anfangen? Das Muster sieht nach Mittlerem Osten aus. Das wussten wir bereits. Schauen Sie sich das hier mal an. Ah, ein Elektriker. Wofür halten Sie das hier? Für ein Blutdruckmessgerät. Wenigstens erkennt er alles. Schauen Sie sich diesen Edelstein an. Was halten Sie davon? Geschliffenes Glas? Oh nein, der ist echt. Was für ein Verrückter würde denn rumlaufen und den Leuten mit einem unbezahlbaren Edelstein unter der Nase herumfuchteln? Also ist das entweder Glas oder ich bin verrückt. Es macht mir keinen Spaß, über diese Alternative allzu lange nachzudenken. Okay, gut. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Das dachten wir uns. So, ist hier irgendwas, was wir... Ne, da können wir wieder zurück. Wir können da hoch. Wir können hier erstmal lesen. So ein Kanaldeckel, da kommen wir auch noch rein. Darauf steht auf Deutsch, Englisch und Französisch: Im Jahre des Herrn 1312 löste Papst Clement V. den Ritterorden der Templer auf und exkommunizierte seine Mitglieder wegen Gotteslästerung und Häresie. In den folgenden zwei Jahren wurden viele der Ritter an dieser Stelle gehängt. Ihr Großmeister Jacques de Molay wurde auf einer Insel in der Seine den Flammen des Scheiterhaufens übergeben. Ich kann ihn mit meinen bloßen Händen nicht öffnen. Okay, wir haben ja den. Noch? Ich hoffe, das funktioniert. Hey, Sie, was haben Sie da zu suchen? Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort! Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg! Na toll, fällt der uns da auf. Moment. Warum? Hallo. Hallo, Monsieur. Toll,
Wir sehen uns wohl noch. Okay, leider nee, nichts. Ich werde hier sein. Du wirst wahrscheinlich ewig da sein. So, könnten hier hoch, da hinten hoch. Bringt wahrscheinlich ganz an dieselbe Stelle. Aha, dann gehen wir mal hier alles untersuchen. Was haben wir hier? Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Okay. Da hinten. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Ein Ritter in... Okay. Rechtsklick ist nichts. Hier haben wir noch was. Guck mal an. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas. An etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Oder man gewöhnt sich irgendwann daran. Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Okay, da ist nichts mehr. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Schön. Okay, hier können wir auf jeden Fall was machen. Klar, ich könnte das Ende des Stabes einfach abbrechen. Aber wenn ich schon wie ein Vandale in der Kirche hause, soll wenigstens was dabei rausspringen für mich. Außer einer Deportation. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Kreuz. Edelstein? Nö. Hier? Nö. Kann man den Gips noch irgendwas anstellen? Toll, hier ist einfach gar nichts. Na, komm. Einfach mal das ausprobieren. Vielleicht passiert ja noch was. Vandalismus. Ah, schade. So, nichts, nichts, nichts. Okay, jetzt haben wir alles. Schade. Im Vergleich zu dem daneben sieht es recht schlicht aus. Irgendwie sieht es moderner aus als das daneben. Wurde mal neu gemacht vielleicht. Moment. Nein, ich kann das nicht abbrechen. Geht einfach. Ein Ritter in Begleitung. Ja, ist okay. Rechtsklick vielleicht nochmal probieren. Vielleicht sagt er uns irgendwas dazu. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Rechtsklick funktioniert also nur da, wo die Zahnräder sind. Schätze ich. Eine Reihe alter Kirchenbänke. Wunderschön geschnitzt und auf Hochglanz poliert. Ich stelle mir all die Leute vor, die im Laufe der Jahrzehnte dort gesessen haben. All diese Pariser Hinterteile. Die festen Pobacken der jungen Damen. Das schwabbelige Fleisch der alten Männer. Das ist kein angenehmes Bild, daher gehe ich geistig lieber zurück zu den jungen Damen. Super. Wow. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Okay. Hier vorne ist auch nichts. Das war's? Muss doch irgendwas machen können, oder nicht? Na gut, wir gucken mal den anderen Weg lang. Vielleicht ist da noch irgendwas anderes, oder kommen wir wirklich auch wieder hin? Na, komm. Nö, haben wir der gleiche Eingang, schade. Kann ich hier nichts machen? Nun, vielleicht haben wir ein paar Infos, dass der uns jetzt was über die Statue sagen kann oder so. Sonst habe ich hier auch nichts, ne? Ne. George? Hallo. Hallo, Monsieur. Ich kann nichts machen. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Ähm.
Soll ich hier überhaupt schon was machen? Ich meine, wir kriegen doch nicht ein neues Gebiet, wenn wir hier nichts machen können, oder? Das würde gar keinen Sinn machen. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Irgendwas muss ich hier machen können. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Oder müssen wir mit Nico reden, dass die... Oder... Warte mal, der andere Heini vielleicht. Vielleicht hat der noch Infos. Wir gehen nochmal zu ihm hin. Na komm, komm. George, beeil dich. So, Café, Museum, da will ich hin. Na los. Hast du Infos für uns? Hi, André. Hallo, George. Was halten Sie hiervon? Der größte Edelstein, den ich je gesehen habe. Woher haben Sie den? Von Professor Pegrams Botenjungen. Pegram? Professor Nigel Pegram? Er ist in Irland, untersucht da eine Templerruine, nicht? Er war, bis er verschwand. Hat Pegram das in seiner Ausgrabung gefunden? Ja, yeah, das war ein Templerschloss. Glauben Sie, dass es Teil eines Templerschatzes sein könnte? Oh nein, das wohl weniger. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu diesen Verrückten, die glauben, dass die Templer immer noch existieren. Das hatten wir schon. Naja, ich versuche das Ganze möglichst unvoreingenommen zu betrachten. Kennen Sie Pegram gut? Nicht besonders. Ich habe ihn auf einer Konferenz getroffen. Ich hätte mich gerne intensiver mit ihm unterhalten, aber ich hatte keine Zeit. Wann war das? Oh, im Sommer. Juli, glaube ich. Aber wir hatten doch mal hier... Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine das Ursache. Das Dreibein mit dem Diamanten drauf. Kann ich das vielleicht verbinden? Hier, komm. Verdammt. Blau nicht aufmachen. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Was? Ich dachte, es geht einfach wieder raus, wie immer. Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Was? Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Okay. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. Was machen kann. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Er hat sich selbst erschlagen, schön. Okay, cool. Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst, du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Okay. Ist da etwas zwischen dir und Lobineau? Was geht dich das an?
Wir haben uns darauf geeinigt, dass all dies hier, der Clown, die Templer, reine Geschäftssache ist. Ja, aber... Lass mich in Ruhe. Voller Weisen. Okay, schauen dann wir uns mal die Schriftrolle nochmal an. So, wir haben das Dreibein und den Diamanten. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Das ist das, was wir brauchen, oder nicht? Schau mal. Zwei Typen auf einem und demselben Pferd. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Ah. Ein Ritter mit einer... Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Wie lange kennst du Lobineau jetzt schon? André? Wir haben uns im College kennengelernt. Er half mir, als ich Erstsemester war. Das hat auch schon. Er hat sich nicht... Ich hatte vergessen. Hm. Und jetzt? Nichts passiert. Ja. Der Edelstein passt genau, aber was beweist das? Vielleicht muss das Dreibein an einem bestimmten Ort stehen. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder? Okay, jetzt haben wir das Dreibein. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Also Stier und dieser Typ. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Stier. Wir hatten noch nichts mit dem Stier, oder? Warum muss ich eigentlich mal alles anklicken hier, so mehrmals? Danke. Das ist keine gute Idee. Hm. Und du? Habe ich dir dieses Streichholzbriefchen schon gezeigt? Hm? Oh ja. Toll. Okay, ich mache mich besser wieder auf die Suche. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu dem... Oh, jetzt ist hier was los. Eigentlich wollte ich zu ihm nochmal gehen, der jetzt was zu dem Dreibein zu sagen hat. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Was wissen Sie über die Tempelritter? Led und... Ah, das aber hallo. Schon. Normal. Okay, müssten hi. Sie jetzt nicht irgend... Ach so, klar, auch schon? Ich... Wofür wird... Klar, aber ich bin auch... Eine Ge... Ja, ist okay. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Aha. Eine falsche Nase. Sehr bezeichnend. Wirklich? No, ich mache nur ein wenig Spaß. Was okay. Wissen Sie über die mittelalterliche Eisenverarbeitung? Schauen Sie sich doch mal dieses Schmuckstück hier an. Ein Dreibein, ein Stativ. Wofür? Sie meinen, Sie wissen es nicht? Nein, Monsieur. Und Sie auch nicht, vermute ich. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Okay. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Der? Hey, du da mit den Bällen. Ui? Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na das, was Sie da machen. Werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben Sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze, nein. Schön. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann's ja wohl nicht so schwer sein. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Ah. Sie beschweren sich. Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Yay. Doch nicht so einfach, wie? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Tackchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers?
Ah, ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine, im Jahre 1314. Hey, solide Bildung für einen Jongleur. No, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben abgelesen. Toll, das tun Sie alle. So. Interessiert Sie dieser Gips? Naja. Vergessen Sie es. Vergessen Sie, dass ich gefragt habe. Okay. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Toll. Schauen Sie mal, eine rote Nase. Ah, Sie sind ein Clown? Clown? No. Dann wären Sie wohl auch ein viel besserer Jongleur. Einen Moment lang tanzt eine Idee knapp außerhalb des Scheinwerferkegels meiner Aufmerksamkeit. Doch bevor ich mich auf sie konzentrieren kann, fällt sie in den Gully. Sagt Ihnen diese Schminke irgendwas? Erst eine rote Nase, jetzt Schminke? Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch ein Clown sind? Ja, also... Die Idee lenkt mich erneut ab. Tanz, 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 Stürz, Platsch. Nee, schon wieder weg. Super. Es wäre ungerecht, jemanden die Handfläche zu verbrutzeln, der sich durch seine geschickten Hände ernähren muss. Das hier ist der Schlüssel zur Kanalisation. Danke, sowas brauche ich nicht. Ich will ihn nicht verkaufen, ich will nur Ihre Meinung dazu hören. Das ist wohl kaum ein Gebiet, auf dem ich als Sachverständiger gelten könnte. Fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen was ein? Sie sind Raucher? Nein, eigentlich nicht. In diesem Falle fällt mir nichts dazu ein. Was sagt Ihnen dieser Laborausweis? Dass Sie in einem Labor arbeiten? Falsch. Noch ein Versuch. Dass Sie Laborpässe stehlen? Nein, naja, zumindest nicht aus Gewohnheit. Das hier war etwas Besonderes. Super. Das muss der auch gerade wissen. Das ist ein medizinisches Instrument, ne sepa? Gönnen Sie Ihren Augen mal was richtig Gutes. Incroyable. Ist der echt? Ich glaube ja. Manche Menschen glauben, dass auf allen großen Edelsteinen Flüche liegen. Ach, das ist Blödsinn. Obwohl, je mehr ich darüber nachdenke, die letzten zwei Leute, die diesen Stein vor mir besaßen, sind beide unter mysteriösen Umständen verschwunden. Und der Kerl, der ihn abholen sollte, wurde angeschossen und dann in seinem Krankenhausbett ermordet. Wollen Sie ihn? Nein, vielen Dank, aber nein. Ich habe ein mittelalterliches Dreibein. Und mein Onkel Claude hat Hämorrhoiden. Ja und? Super. Bis später. Hilft uns nicht. Au revoir, Monsieur. Ich habe nicht die mindeste Lust mit dem Puppen. Okay. Quatsch schon mit ihm. Er hat unsere Vorführung ja auch gesehen. Hallo. Hallo, Monsieur. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Warum wird die eigentlich immer wieder hervorgehoben? Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Non, obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne Sie schlecht jongliere? Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Super. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Okay, dann machen wir das doch mal. Wir sind lustig. Oh, geht nicht. Geht das bei dem? Ich wollte jetzt eigentlich auf sich selbst benutzen. Oui, was wollen Sie diesmal? Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Toll. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Und geht wutschnaubend fort. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen, hey! Aber er hört mich nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm, langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Oh, perfekt. Wenn der weg ist, kriegen wir auch den Gulli wieder auf. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden.
Interessiert dich das, wenn wir das aufmachen? Keine Ahnung. Ich möchte da oben nochmal hingehen, weil wir haben jetzt einen Tag später. Vielleicht passiert jetzt auch nochmal was anderes, bevor wir da runtergehen. Aber vorher machen wir es dann ein paar zu Ende und bis zum nächsten Mal. Ciao.